Hallo und herzlich willkommen zu Let's Test Need for Speed World. Und wir spielen heute, oder wir testen eher Need for Speed World. Mit dabei der David. Servus. Ja, ich bin der Dave. Ja, der David. Das Spiel selber wird so dann in der Beschreibung wahrscheinlich den Link zur offiziellen Page. Zur Download-Page, zur Charaktermacher-Page, dort das heißt halt. Ja. Ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach mal, ich habe jetzt Bock. Ich nehme jetzt einfach irgendeinen Wagen. Ja, okay, ich also will ich, den kaufen. Ich nehme Rennschwein Rudi Rüssel als mein Selector-Picture. Mein Name ist das so ein Dreck und jetzt gehen wir mal auf Next. What machen? So Fahrer auswählen. Your first car. You can't be a street racer without your own car. As you play the game, you will be able to own lots of amazing cars to race and customize. We've given you some free cash to start with. So let's go ahead and buy your first car. Halt's Maul! Also ich kaufe jetzt mal rein. Also für alle, die es wissen wollen, man kann entweder mit WASD oder Pfeiltasten, ich nehme mit Pfeiltasten, weil ich dann Leertaste besser. Was soll ich mir jetzt kaufen? Kauf dir irgendein Auto. Und ich werde wahrscheinlich die Gesamtlautstärke ein bisschen runterdrehen. Die Volkswagen. Sonst ist es ein bisschen zu laut, glaube ich. So. Da gibt er nur einen Nissan mit. Jetzt muss ich versuchen, irgendwie hinterherzukommen. Ja. Super. Alter, was? Wie hinterherzukommen? Ja, weil die anderen schon ohne mich angefangen haben und wo ich auf Pause gedrückt habe, sind sie einfach weitergefahren, diese Fiesleben. Hast du schon angefangen? Ich select immer noch mein Auto. Ach, ich nehme jetzt einfach das. In Black. Was anderes geht nicht. Purchase this car. Ah, ich glaube, ich weiß, wen du nimmst. Nimmst du den einen mit diesen aufgeklappten Lampen da vorne? Ja. Aha. Ich hab Wieso? Den, ich hab den untersten genommen, der ist cool. Ach so, ein Dreck, Level 1, okay. Select Enter World. Ich Ach, bin jetzt in der Welt. Piss dich, Mann. Fix. Also ich muss mit WASD steuern, okay. Oder mit Pfeiltasten. Controlling your car, space handbrake. Okay, okay, das kann ich. Okay, ich fahre jetzt. Irgendwie leckt bei mir der Ton rum. Bei mir nicht. Alter, das Auto ist ja richtig schnell. Alter. Ich bett hier alle weg, Mann. Keine Chance hier. Alter, das ist so ein T-Rex-Skelett, so ein Scheißdreck. Also wie gesagt, ich habe jetzt mal gemacht, dass wir die Grafik bewerten, den Spielspaß und dann sozusagen unser eigenes Feedback dazu geben. Ja, also die Grafik, die ist echt gut. Für ein Play-for-Free-Spiel. Ja. Ich bin erster, Mann. Ja, ich auch. So geil. Obwohl ich eigentlich ziemlich weit hinten war am Anfang. Ist das eigentlich jetzt das Tutorial oder was? Ich glaub schon. Aha. Wie so ein Rennen? Na egal. Ja, oder gibt's sogar zwei Strecken, die man fahren kann. What? Also ich hab's schon geschafft. In Ergebnis. Ich nicht. Weiter. Übel springen. Weiter. Weiter. Ja, gibt's dann. Ich fahr noch ein bisschen. Gibt's dann so Belohnungen? Erkunde die Spielwelt. So, jetzt kann ich offiziell spielen. Okay, ich war noch das Rennen da. Das ist kacke. Ja, da mache ich mir die Audio-Einstellungen. Weil ich möchte nämlich die Fahrlautstärke so anwenden. Okay. Und X. Nein, ich bin in die Bushaltestelle reingefahren. Scheiße. Oh scheiße, ich weiß nicht, ob das jetzt zu laut ist. Die armen Leute, die auf den Bus gewartet haben. Er wird nicht mehr kommen. Bisschen leiser. Bisschen tot. Tot. Yeah. Shit, hast du geschaut, wann wir angefangen haben aufzunehmen? Nee. Sag mal, wenn du im Ziel bist, gell?
Ich bin im Ziel. Gut. Ich habe irgendwas geearnt und jetzt darf ich irgendwas Lucky Draw Cards. Ich darf jetzt irgendeine Karte nehmen und dann nehme ich die. Da habe ich dreimal Nitros. Cosmos Speed bist du nicht, gell? Was? Cosmos Speed, weil ich glaube, wir kommen alle an den gleichen Ort raus. Aber ich sehe dich. Ja, warte halt mal. Yeah. Ich bin noch nicht mal in der Welt. Ach so. Ja, beeil dich. Wird man da woanders hingeportet, wenn man in der Welt ist? Eigentlich nicht. Okay, ja, dann bin ich jetzt in der Welt. Gut, dann drück mal M. M. Das ist ja. Gut, und dann müsstest du drei so Pfeile sehen, oder? So komische Wellen. Vier. Ja gut, dann drück auf den ganz links und teleport. Da ist einer oben, einer links, einer rechts und einer unten. Soll ich den oben nehmen oder linken, den linken? Den linken. Da klickst du dann drauf zu Teleport. Habe ich schon. Teleport, ja. Ja, mal schauen, ob wir uns treffen. Ja, das will ich treffen. Dann komm mal schön. Ich bin da. Kleiner Freund. Was? Ich bin hier. Ja, aber ich bin nicht. Aber ich sehe dich nicht. Alter, wo bist du denn ungefähr bei dieser Map? Bei der Map? Ich bin ziemlich weit links. Ich bin ziemlich in der Mitte. Ja, wo genau? Der zum Fluss, gell? Und sie zum Fluss? Ja. Der wird zweigespalten und ich bin, wo der zweigespalten ist, links, unten ganz. Und dann wo, ja genau, da unten. Ich bin links. Rechts. Ja, ich bin auch, ich bin... Ja, warte mal kurz. Mach mal kurz einen Cut und machen dann weiter, wenn wir uns wieder gefunden haben. Okay. Also, bis gleich. So, also wir haben uns jetzt gefunden. Jawohl. Und ich werde dich mal gleich mal als Freund hinzufügen. Wie geht das? Ich habe dir eine geschickt. Einfach Rechtsklick auf dich machen. Was? Rechtsklick drauf auf dich. Also auf mich in dem Fall. Whisper, teleport to friend. Warte. Lol, wo bist du jetzt hin? Ach, da ist das. Ich kann nur remove friend, also bist du wahrscheinlich schon mein Friend. Ja. Oder? Ja, bist du. Okay, gut. Dann komm. Was machen wir jetzt? Ja, wir müssen irgendwie müssen wir ein Rennen veranstalten können. Aha. Da fährt irgendjemand mit so einem gratteligen Auto rum. Ich fahr dir einfach mal hinterher. Ah, mit U kann ich dein Profil anschauen. Bäm. Ach so, ein Dreck. Jetzt komm. Ja, wo kann man denn ein Rennen veranstalten? Keine Ahnung. Wahrscheinlich bei diesen Pfeilen, oder? Oder kann man sich da nur hinporten? Ja, auch. Ja gut, dann drück. Das müssen doch bei dir vier... So Pfeil in so einem Dreieck sein, oder? So einem. Ja. Dann gehen wir mal in den links unten da. Okay. Offensiv Event. Teilnehmen. Join. Genau. Einzelspieler. Hä? Ich hab Singleplayer gedrückt. Ja, gut, dann vielleicht müssen wir noch einmal Singleplayer fahren, damit es geht. Okay. Das schaffen wir schon. Hey, ich kann ja welche rammen. Ja, das ist, wenn du richtig fährst, ist das ganz normal. Ja, halt's mal. Ich hab keine Ahnung. Also, schwer ist das Spiel jetzt nicht. Also, ja. Naja, okay. Wahrscheinlich ist es besser, wenn man jetzt dann online Rennen fahren kann. Aber so Singleplayer wäre es wirklich gratelig. Ja, was willst du denn als Singleplayer groß machen? Kannst du dagegen rennen rumfahren fahren. Und das war's. Und rennen fahren, Mann. Ja, toll. Aber allein ist doch langweilig. Schon wieder das Trash-Ding da. Das war Stalker beim T-Rex vorbei. Ja. Gut, dann kommen wir diese vielleicht sogar gleichzeitig raus. Ja, vielleicht. Nitro! Wie viel da bist du? Wo Erster. Kann man Nitro geben, Mann? Auf Nummer 1. Ah! Scheiße. Okay, auf Nummer 1. Au.
Na, vier kannst du, glaube ich, reparieren. Hat man es unendlich? Nee, gell? Nee. Das muss man sich irgendwie kaufen. Das gewinnst du nach jedem Rennen. Ach so. Oder kannst du gewinnen. Starflo 14 liegt in Führung. Er fährt in den Tunnel rein und fährt auch wieder raus. Ha, ich bin schon rausgefahren. Lol, die Strecke ist spiegelverkehrt als vorher, oder? Keine Ahnung. Darauf passe ich nicht auf, Junge. Ja, ich bin hier zum Zocken und nicht zum Aufpassen, wie die Map gebaut ist. Ja, dann. Und übrigens, es kann auch sein, dass wir mal nicht Play for Free Spiele spielen. Aber ist dann nicht so schlimm, hoffe ich mal. Was ist nicht so schlimm? Dass wir auch mal vielleicht ab und zu mal nicht Play for Free Spiele spielen. Das ist doch viel besser. Oder eher Let's Test. Wieso? Bei Play for Free können die anderen dann auch mal spielen, wenn es interessiert. Ja, mei, die sollen sich das also kaufen, das dreckige Spiel. Also ich bin im Ziel. Ich auch, gerade eben. Weiter. Überspringen. Selector Card. Überspringen, weiter. Jawohl, ich hab Power-Ups. Ich auch. Jetzt können wir richtig spielen. Bist du auch da rausgekommen, wo ich rausgekommen bin? Ja. Wo bist denn du? In der Map. Was? Ach, da bist du. Gut, wie können wir denn jetzt fahren? Da stehen laut Autos rum. Ah ja, genau, mit R kann man Events suchen. Nein, auf M einfach gehen, auf M und dann nehmen wir... Ja, ja, warte, aber ich glaube, man kann auch... Eigene, warte, wenn ich jetzt... Nein. Alter, wieso geht... Kein eigenes... Wir können doch auch eine Gruppe machen, oder? Warte. Irgendwie. Gemeinschaft. Anfragen. Das invite to group. Ich hab dich invited zu einer Gruppe. Oder? Gut, schauen wir, ob wir als Gruppe schon mal Rennen machen können. Okay, ja, schau halt mal. Ja, ist jetzt scheißegal. Also M, siehst du ganz links das Offensiv-Event, ganz, ganz links auf der Map. Links unten auf der Map. Wie heißt das? Offensiv-Event. Ist das so ein roter Pfeil? Nee, roter Pfeil. Nee, drunter. So ein blauer. Verona-Tunnel-Sprint. Ja, genau. Teilnehmen, okay. Oder? Ja, schön. Multiplayer, oder? Ja, natürlich Multiplayer. Oder Private Match. Okay, Multiplayer. Ja, teilnehmen. Wo ist denn da? Finding Drivers. Wo ist denn so ein Dreck? Bist du schon drinnen? Ja, ich bin in Lobby. Aber du bist bei mir nicht da. Ich bin anscheinend ins Falsche reingegangen. Mein Scheiß. Naja. Da drunter, das ist aber mir das. Arsch. Bei mir startet es das Rennen. Na super, dann geh wieder raus, Spaß. Ja, kann ich irgendwie nicht, warte. Ah, jetzt nicht. Event beenden, so ja. Mann, irgendwie muss es doch gehen. Ja, warte, wir müssen können sicherlich irgendwie... Du siehst doch ganz, ganz oben das Rote, oder? Warte, Map. Ganz... Ganz oben. Wo? Rechts oder links? Oder Mitte? Das Rote, das ist das einzige oben.